Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir wissen ja inzwischen schon, dass eine Bohrung immer mit Spülung gefüllt ist. Das ist schon allein deshalb erforderlich, damit die Bohrung nicht zusammenbricht. Ja, und diese Spülung erzeugt also einen Druck im Bohrloch. Und dieser Druck ist abhängig von der Dichte der Spülung. Wasser zum Beispiel hat eine Dichte von 1 Kilogramm pro Liter. Das bedeutet, dass alle 100 Meter der Druck um 10 Bar größer wird. Wenn wir die Bohrung mit Öl füllen würden, erzeugen wir weniger Druck, weil Öl leichter ist. Wir können aber auch die Bohrspülung schwerer machen, dass sie bis zu doppelt so schwer wie Wasser ist und sogar noch mehr und entsprechend den Druck doppelt so hoch einstellen, als wenn er mit Wasser wäre. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der richtige Druck der Spülung im Bohrloch? Wenn die Spülung zu leicht ist, kann es passieren, dass Gas aus der Seite der Bohrlochwand in die Bohrung reinkommt. Und das ist natürlich gefährlich für die Bohrmannschaft. Also muss die Spülung so schwer gemacht werden, dass kein Gaseinbruch entstehen kann. Aber man muss auch aufpassen, dass man die Spülung nicht zu schwer macht. Denn wenn man die Spülung zu schwer macht, kann das Gebirge, das Gestein aufplatzen. So ähnlich wie ein Luftballon, den man zu weit aufgepustet hat. Und das nennt man dann einen Freck. Wir wollen das hier mal in einem kleinen Experiment zeigen. Wir haben hier eine Lagerstätte. Das Gelbe ist die Öl- und Gastragende Schicht und darüber und darunter ist Gestein. Und wenn wir jetzt hier unten in diese Schicht reinbohren und ich erzeuge hier oben in der Spritze Druck, dann sehen wir, wie sich ein Freck in der Bohrung ausbildet. Und dieser Freck ist hier wunderschön zu sehen. Der sieht genauso aus, wie das hier oben auf dem Bild aussieht. Und das darf natürlich nicht passieren. Wenn der Druck in der Bohrung zu klein ist, kriegen wir Gaseinbrüche. Wenn der Druck in der Bohrung zu groß ist, gibt es einen Freck. Und der Platz zwischen diesen beiden Extremen, das nennt man das Druckfenster der Bohrung. Und dieses Druckfenster kann in der Praxis manchmal sehr eng werden. Und deswegen ist es gut, dass wir auf einer Tiefbohranlage immer ganz viele Spezialisten haben, die einerseits darauf achten, wie sieht das Druckfenster gerade aus, andererseits überlegen die, wie muss die Bohrspülung optimiert werden, damit sie zum Gestein passt. Und wir haben Richtbohrer, die sicherstellen, dass wir sicher auch durch enge Druckfenster hindurch bohren können. Das ist insgesamt ein ziemlich komplexer Vorgang und wer wissen will, wie das genau geht, der kommt in unsere Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf! Braucht eigentlich jemand den Pudding? Nein? Na gut.